So. Ritualplatz. Das war der Club, da waren wir ja drin. Da ist er. Neuer Skill verfügbar. Au! Wir sind hier, um unzivilisierte Kreaturen Gottes Wort zu schenken. Unglücklicherweise gehen sie dabei manchmal in Flammen auf. Ich frage mich, ob meine Brüder am Ritualfels etwas Ähnliches widerfahren ist. Wer weiß das schon? Sie werden wahrscheinlich alle tot sein. Große Holzmaske, erzähl uns von unserer Zukunft. Ihr habt keine Zukunft. Perfekt. Verbrennt mich bitte nicht. Habt Erbarmen. Oh, du gehörst nicht zu ihnen. Möge der Herr mit deiner Seele erbarmen. Sich erbarmen. Ich bin seit Monaten bei diesen Leuten, um das Wort Gottes zu verbreiten. Und plötzlich setzten sie grausame Masken auf ihre Gesichter, zerrten uns aus unseren Häusern und begannen uns zu verbrennen. Ich konnte nur mit Glück entkommen. Der Herr lenkte sorgfältig meine Schritte. Ich will mir gar nicht vorstellen, wie viele meiner Brüder auf den Scheiterhaufen verbrannt wurden. So. Lass mich raten, ich darf hier nicht rein. Stopp! Ihr könnt Tolok, die Hauptstadt der Dix, nicht betreten. Wir bereiten uns auf das Tulunfil vor, das große Ritual. Nur wahre Dix ist es erlaubt, daran teilzunehmen. Ortsfremde stören das Reich der Geister, verärgern den Kreis der Götter. Das Ritual vertreibt böse Kreaturen des Waldes und Dämonen gleichermaßen, indem das Blut einer Jungfrau dem Kauntakel geopfert wird. Jeder, der es wagt, das Ritual zu stören, wird auf dem Scheiterhaufen enden. Das gilt auch für dich, deinen kleinen Freund und all die Seidenhäute, die uns ständig belästigen. Damit meint er wahrscheinlich Menschen und es hört sich an, als wenn wir es einem großen Tentakel opfern. Ihr habt doch nicht vor, die Sicherheit zu umgehen. Naja, so jedenfalls nicht. Nicht doof. Warum baut er denn einen Stein, mit dem man die Sicherheit umgehen kann? Damit man nachts aus der Kaserne rauskommt. Bam, 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 bam.
Macht kein Geräusch. Wenn sie euch anstarren, brennt ihr von innen heraus. Dieser Busch hat mir das Leben gerettet. Sie können euch in Büschen nicht sehen. Geht mit Gott, meine Kinder. Aber geht. Ich hoffe, es gibt ein Priestergewand plus Messdienergewand. Für den Engel Messdienergewand und für den Dämon Priestergewand. Ich bin ein Busch. Schon sagen, wann kann ich ihn nicht mehr kaputt machen? Ups! Nein, ich Idiot! Richtig gute Verteidigung, wo man innen dran vorbeigehen kann. Müssen nur warten, bis er zurückgelaufen ist. Ein bisschen zu schnell. Also, das ist eine aufgeblähte Kröte, die in der Luft hängt.
Ach, drauf geschissen. Ja, nicht so schlimm alles. Wieso bist du hier? Nicht sein, dass ich hier lang gehen muss mit dem. Ja, habe ich toll gemacht. Wie ein richtiger Profi. Nur ein schlecht. Ich glaube, ein bisschen abgekürzt. Boah, tun mir langsam die Finger weh. Ich weiß nicht, immer wenn ich Controller spiele, tun mir die Hände in der Zeit weh. Wahrscheinlich, weil ich einfach zu intensiv auf den Controller packe. Ach, wer braucht schon die Steine? Thank you.
Guten Tag, HZ1, Alter. Ach, ich liebe diese Fliegen. Das Ritual ist mein Lieblingstag im ganzen Jahr. Endlich können wir die ganzen Ketzer verbrennen. Hat er nicht gesagt, aber genau das denkt er gerade. Teilweise, das Spiel echt hell. Das liegt halt an meinen Kopfschmerzen, damit das gerade so ein bisschen abfuckt. Und durch. Junge! Ich hab's zurückgeschleudert, die Made. Ach, was für eine Brille fehlt. Nee, an der Brille liegt sie nicht. Ich bin zurzeit generell nicht so fit. Depression fickt. Danke, dass er da hinten gleich trinken soll. Das ist auch so der Evergreen. Hast du denn genug getrunken, mein Kind? Du hast Kopfschmerzen. Meine Kopfschmerzen kommen aus körperlichen Verspannungen. Im Nacken- und Rückenpartie. Jetzt aber. Man stellt sich vor, hätte ich so viel fürs Hundefutter geholt für den Engel. Da hätte ich gleich die ganzen Fähigkeiten, die mir gerade den Arsch mal wieder retten. Das rechne ich im Spiel hoch an. Weil Sammeln macht Sinn. Ich liebe Spiele, wo das Sammeln Sinn macht. Lass mich raten, das ist der Stein der Erleuchtung. Puh, du bist kein wilder Eingeborener. Das Licht des Herrn leuchtet hell auf mich. Ich habe mich hierher gerettet, nur um festzustellen, dass ich genau zu dem Felsen geflohen bin, den sie für ihr profanes Ritual benutzen. Es wäre eine Schande, wenn ihn jemand zu früh anstoßen würde und diesen Albtraum für uns alle beendet. Du meinst, damit ich das Zeug für die Jungfrau holen kann? Blut an der Jungfrau. Ach, leck mich. Leck mich zweimal. Jetzt wird jemand zerquetscht.
Da ist das Blut einer Jungfrau. Der Fleischball einer Jungfrau. Aber es waren alle Zutaten des Dschungels. Sehr schön. Jetzt können wir zum Koch zurückgehen. Da ist ja aber eine beachtliche Menge an Zutaten. Ich bin beeindruckt. Daran könnte allerdings auch die giftigen Dämpfe hier drin schuld sein. Wie auch immer, ich habe einen letzten Aufzug für dich freigeschaltet. Du wirst es nicht glauben, dieser hier bringt dich tatsächlich zu den göttlichen Gärten, die zu den Toren des Himmels führen. Du fragst dich, was du an diesem Ort finden musst. Nun, es ist nicht geringeres als der Lehm, aus dem alles Leben geschaffen wurde. Zeugnis für die blasphemische Großartigkeit des dunklen Fürsten, unseres heiligen, unheiligen Herrschers Satan. Ich weiß nicht, was dich an diesem Ort erwarten wird und wie du deine abscheuliche Aufgabe erledigen kannst. Aber ohne diese eine letzte Zutat sind all unsere Bemühungen und Errungenschaften umsonst. Zu sagen, dass ich an dich glaube, wäre übertrieben. Du bist immer noch ein unbedeutender Handlanger. Aber zum jetzigen Zeitpunkt wäre ich nicht völlig überrascht, wenn du es schaffen würdest. Ich wünsche dir viel Glück. Moment, brauche ich noch eine Zutat? Na, jedenfalls aus dem letzten Tor. Bei den himmlischen Toren. Aber hier im Hauptbüro müssten auch noch einige sein. Zwei, die versteckt sind. Es ist so wundervoll, die Kostüme. Wie vom Engel einfach die Brüste schwabbeln. Ach komm, hier kann ich mit den Glückskatzen rein. Grüße, ich bin Gier. Was für ein schönes Glückskätzchen du da hast. Gib sie mir und du kannst eintreten. Hereinspaziert. Goldene Katzen, so schön, so wertvoll. Bring mehr von ihnen zur Belohnung, kannst du meine Gemächer erkunden. Greet you. Für drei öffne ich diese wertvolle Tür. Verloren. Spielsüchtig werden. Na komm, mal 200. Oh. Und nochmal.
als wenn man bei Gier gewinnen könnte. Hast du vor, Starship Troopers durchzuspielen? Es tut mir so leid, aber es ist in letzter Zeit alles wieder liegen geblieben. Okay, Partyraum. Ich habe leider nicht alle Glückskätzchen bis jetzt gefunden, deshalb werde ich wahrscheinlich nicht alle Türen öffnen können. Ich habe stets streng nach der Bibel gelebt. Und doch hat mich Petrus nach hier unten geschickt. Das ist bürokratischer Unfug. Ah, ein schönes Halloween-Outfit. Natürlich auch machen kann. Er soll jetzt wie ein Rabe aussehen. Okay, ich versuch's nochmal. Hol es nicht mal 500, du kriegst 500 raus. Sehe Todsünden, ne? Pride. Da oben ist der Seelenstatus. Ich will in die Lusttür rein. Wir gucken uns wenigstens kurz mal an, wie der Himmel aussieht. Entschuldigung, ich war kurz irritiert. Verdammt, von hier bin ich gekommen, ne? Wer baut das alles hier so kacke?
Falsche Richtung. Ich weiß, links ist das Zimmer. Das andere, aber ich glaube, in dem Bereich hier war ich noch nicht. Ach doch, hier sind wir. Ein höllischer Bodensaugroboter. Auf in den Himmel. Das sieht schon viel zu hell aus hier. Nugget, du bist wieder da. Vater war krank vor Sorge. Oh, und du hast einen Freund mitgebracht. Ein Freund von Nugget ist ein Freund von uns, glaube ich. Warum hat Nugget einen Pfeil für mich abgefangen? Oh, heilige Mutter Gottes, die Gärten sind von diesen abscheulichen Wesen befallen. Die Leute hier müssen aufhören, Weihwasser als Toilettenspülung zu nutzen. Das ist das dritte Mal in diesem Jahr, dass wir mit einer solchen Plage zu kämpfen haben. Sie ruinieren die Gärten des Klosters und sie sind sehr unhöflich zu Besuchern. Es ist wirklich so hell. So, was gibt's für himmlische Sachen? Pilot. Mönchausfit. Oh, Jesus. Also heiliger Typ. Habe ich doch richtig gesehen. Kann übrigens nicht Jesus sein, er hat ja nur Nägel in den Händen. Ja, weil Jesus mit Lakritzstangen in den Händen gestorben. Blasphemie!
Boah. Ich sehe, es geht noch höher. Muss runter. Hallo Winterdämon. Ich weiß, ich wollte eigentlich aufhören, aber jetzt bin ich gerade so im Flow. Ich kann den Kopfschmerz auch eben kurz noch unterdrücken. Und es gibt hier wirklich nur eine einzige Zutat im Himmel. Also so wie angekündigt. Der Lehm, aus dem alles Leben ist. Ich und dein Vater haben so viele Gemeinsamkeiten. Ich glaube, das sieht Satan anders. Nein! Ja, du mich auch. Entschuldigung. Das hat mich gerade nur ein bisschen geärgert. Dämliche Engel. Juhu! Surfing Jesus! Ah, verdammt! Man sieht, das funktioniert alles wunderbar. Nein! Ich Idiot. Ach, wieso? Wieso bin ich so doof, ey?
Wir sind da. Meine Kinder, seid ihr gekommen, um die Messe zu besuchen? Natürlich, warum nicht? Leider ein bisschen spät für dich, aber wenn es die Absolution ist, die du suchst... Ja? Kannst du mich immer im Beistuhl treffen? Ich werde dich von deiner Last befreien. Natürlich wirst du mich von meiner Last befreien am Beistuhl. Ekliges Schwein. Verdammt! Oh mein Gott, man muss von oben starten, ne? Ja, ist klar. Warum? Warum dauert es so lange, dass er sich auflädt? Naja, Hauptsache ich habe die Dose gefressen. Ich dachte, ich könnte keine Stage mehr hassen. Ich hasse diesen Ort. Es ist langweilig und alle sind so verklemmt. Eigentlich weiß ich nicht einmal, was ich hier tue. Sie müssen mich mit meinem dummen, lahmarschigen Zwilling verwechselt haben. Haha, Idioten. Naja, jetzt wo ich hier bin, muss ich wohl damit leben, aber nicht ohne eine bestimmte Verschönerung. Ich weiß nicht warum, aber ihr seht aus, als ob ihr auch nicht wirklich hier sein solltet. Vielleicht würdet ihr einer gleichgesinnten Person helfen. In diesem Bereich wurden drei große Kruzifixe aufgestellt, wahrscheinlich um Besucher zu beeindrucken. Ich hasse sie. Ich will, dass sie verschwinden. Ich habe noch einige meiner irdischen Besitztümer. Und ich glaube, sie können euch gefallen. Zerschmettere diese überhebliche Zuschaustellung von Konformismus. Ihr werdet mögen, was ich zu bieten habe.
Da ist kein ausreichender Beweis für Gott. Glaub nicht alles, was du siehst. Plötzlich nicht mehr schlagen. Lichtportal. Ach, ein Traum wird wahr. Nein, Lichtportale sind scheiße. Damit kann ich arbeiten. Juhu! Plöpp! Haha! Ah. Muss ich nicht schon was Neues freischalten können? Ja. Ein zusätzlicher Schwung. So, was für ein Kostüm gibt's hier? Keine Ahnung, was es darstellen soll. Astronaut? Au.
Ich kann mal überlegen, ob das eine gute Idee war. Aber es schien okay zu sein. Ach, das Kruzifix, da meint er zum Beispiel. Oder da oben ist auch eins. Ach. Ich glaube, Gott wird mich deshalb hassen. Ich habe selbst schon Kopfschmerzen, das hat aber nichts mit dem Game zu tun, die hatte ich schon vorher. Deshalb werde ich jetzt aber auch erstmal aufhören. Dann kann ich nämlich in dem nächsten Stream kann ich das Spiel schon wahrscheinlich abschließen.